barrierefrei aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Barrierefrei aufgerollt von Bizeps Zentrum für selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Katharina Mühlebner. In dieser Sendung möchten wir ein sehr aktuelles Thema aufgreifen, und zwar das Verbot von Plastikstrohhalmen und die Auswirkungen des Verbots auf Menschen mit Behinderungen. Zahlreiche Plastikprodukte bewirken, obwohl sie nur einmal und kurz verwendet werden, große Probleme in der Natur. Selbst die abgelegensten Orte der Welt sind von Plastikverschmutzung betroffen. Gemeint sind sogenannte Einweg-Kunststoffprodukte. Ein Kunststoff ist ein Material, das man nicht in der Natur findet und das künstlich hergestellt werden muss. Das Wort Einweg bedeutet, dass man es nur einmal verwenden kann. Oft sind diese Produkte auch in der Natur schwer abbaubar. Eine nachvollziehbare Maßnahme ist daher, Einweg-Kunststoffprodukte zu reduzieren, um die Natur zu schützen. 2019 wurde daher die Einweg-Kunststoffrichtlinie zur Verringerung von Plastikmüll gemacht. Die Einweg-Kunststoffrichtlinie soll die Reduzierung von Gegenständen aus dem Alltag, die aus Einweg-Kunststoff bestehen, bewirken. Lena Steger ist für Global 2000 tätig, eine große österreichische Umweltbewegung. In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich mit den Folgen des Konsumstils und dessen Auswirkungen für Mensch und Umwelt. Barrierefrei aufgerollt hat sie genauer zur Einweg-Kunststoffrichtlinie befragt. Wir begrüßen Frau Steger von Global 2000. Frau Steger, es gibt ja eine neue EU-Richtlinie in Bezug auf die Reduzierung von Einwegkunststoff. Bitte können Sie uns erklären, was besagt diese Richtlinie und wie wird sie unseren Alltag verändern? In dieser Richtlinie gibt quasi die EU allen EU-Mitgliedstaaten vor, dass sie den Verbrauch von Kunststoffen reduzieren sollen und dass sogenannte Einwegplastikprodukte reduziert oder zum Teil auch verboten werden sollen. Der Hintergrund dieser Richtlinie ist, dass sich die EU die Strände Europas angeschaut hat und geschaut hat, was man da so findet. 58% der Fundstücke waren Plastikfundstücke und eben ganz viele waren so gängige Einwegprodukte wie Plastikflaschen, die Deckel von Plastikflaschen, aber auch Zigarettenstummel oder Rührstäbchen oder To-Go-Verpackungen für Lebensmittel. Und da gibt es jetzt je nach Produktkategorie entweder Verbote, Kennzeichnungspflichten, Reduktionsmaßnahmen oder sogenannte erweiterte Produzentenverantwortung. Das heißt, dass die Produzenten dieser Produkte für die Aufräumkosten, für die Transportkosten und für die Bearbeitungskosten dann auch zahlen müssen. Wie wurde denn diese Richtlinie genau erarbeitet? Wer war dann daran beteiligt? An dieser Richtlinie, da war natürlich die EU-Kommission und das Parlament beteiligt, aber es waren natürlich auch viele verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen, das wollte ich sagen, daran beteiligt. Generell ging es einfach darum, dass die Plastikvermüllung, die Plastikverschmutzung und die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und auf den Mensch immer stärker sichtbar worden sind und dass da einfach auch die Politik gesehen hat, da muss jetzt gehandelt werden. Welche Produkte sind denn jetzt genau verboten bzw. eingeschränkt durch die Richtlinie? Durch die Richtlinie sind zum Beispiel verboten werden ab kommenden Juni diesen Jahres die Plastikrührstäbchen bei Kaffeebecher, die man so on the go mitnehmen kann, dann die Plastikhalter für Luftballons. Es wird verboten die Styroporbecher, die werden ganz verboten. Es wird verboten Plastikstrohhalme, Plastikbesteck.
Ja, das sind so die gängigsten Dinge, die wirklich verboten werden, weil da hieß es, da gibt es Alternativen, die man verwenden kann und deswegen werden die ganz verboten. Bei anderen Kunststoffprodukten, Einwegprodukten wie beispielsweise Plastikflaschen, da hat die EU gesagt, dass man die jetzt nicht ganz verbieten kann, aber es werden sogenannte Getrenntsammelquoten vorgeschrieben von 90%. Das heißt, 90% der Plastikflaschen müssen ab 2029 getrennt gesammelt werden. Und das ist in keinem Land ohne Pfandsystem machbar. Deswegen werden wir wahrscheinlich auch in Österreich ein Pfandsystem bekommen. Wenn es jetzt um das Plastikverbot geht, kann man dann irgendwie Prozentzahlen oder Richtwerte sagen, welchem Umfang das Plastik reduziert werden soll, so und so viele Tonnen, so und so viel Prozent, von in welchem Zeitraum, gibt es dafür einen Plan? Es gibt keine absolute Zahl, wie viel Plastik dadurch tatsächlich verringert wird. Das Problem bei der Erstellung dieser Richtlinie war zum Teil auch, dass die EU bzw. die Mitgliedstaaten gar nicht wussten, wie viel sie tatsächlich aktuell verbrauchen. Deswegen gibt es auch in dieser Einwegplastikrichtlinie den Auftrag an die Mitgliedstaaten, dass sie solche Zahlen erheben, also zum Beispiel erheben, wie viel Essen-to-go-Verpackungen jährlich verbraucht werden. Und dann auf Basis dieser Erhebungszahlen sollen Reduktionsziele festgelegt werden. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Sie sind jetzt Mitglied einer großen österreichischen Umweltbewegung. Können Sie uns erklären, warum ist Plastik so schlecht für die Umwelt? Wir haben seit der Nachkriegszeit einfach ein enorm exponentielles Wachstum bei der Kunststoffproduktion und die Auswirkungen, die werden immer sichtbarer. Und wie Sie wahrscheinlich wissen, sind Kunststoffprodukte, die basieren auf fossilen Rohstoffen, das heißt Erdöl oder auch Frackinggas. Das heißt, jede Plastikflasche hat ihren Ursprung an einem Ölbohrloch oder eben in einer Frackinggasleitung. Und da entstehen weite Transportwege zwischendrin. Und dann ist das Produkt nur relativ kurz in Verwendung, gerade im Verpackungsbereich, wird danach Müll. Und auch da gibt es wieder negative Auswirkungen für die Umwelt und für die Menschen. Und die müssen einfach reduziert werden. Das Problem wird immer sichtbarer. Uns ist ganz wichtig zu sagen, dass es aber auch nicht darum geht, jetzt einzelne Einwegprodukte durch andere Verpackungsarten auszutauschen. Es geht einfach darum, dass wir generell unsere Systeme überdenken und dass wir eine Trendumkehr zu Mehrwegsystemen, zu ressourcenschonenderen Systemen schaffen. Die Einwegplastikrichtlinie ist auch wirklich ein Auftrag an alle EU-Mitgliedstaaten, dass Abfall vermieden wird. Und da ist Recycling erst die allerletzte Stufe. Es geht in erster Linie darum, dass wir Abfall vermeiden und wenn wir Produkte erzeugen, diese so lange wie möglich wiederverwenden. Sie haben den Begriff Fracking verwendet. Was ist das? Fracking, das ist eine Art, wie man Gas aus der Erde herausholt. Ein sehr umweltschädlicher Prozess. In dieser Sendung geht es ja um die Problematik, die das Verbot gerade von Plastikstrohhalmen für Menschen mit Behinderungen mit sich bringt. Was halten Sie von der Kritik, die Menschen mit Behinderungen haben, die sagen, für manche von uns sind eben Plastikstrohhalme sehr wichtig, weil wir damit selbstständig und sicher trinken können? Ich bin ehrlich gesagt selber erst vor kurzem darauf aufmerksam gemacht worden und ich finde es ein Punkt, der auf jeden Fall beachtet werden muss. Da muss es Ausnahmeregelungen geben, weil das klarerweise vorgeht, dass da die Gesundheit von Menschen eine vorrangige Rolle hat und dass in dem Fall natürlich Ausnahmeregelungen getätigt werden müssen. Hat man bei der Entwicklung dieser Richtlinie eigentlich darauf geachtet, was der Wegfall von Produkten für den praktischen Alltag von Menschen bedeuten könnte? Ich war, wie gesagt, leider damals in die Ausarbeitung nicht
nicht involviert. Deswegen kann ich das nicht sagen, inwieweit diese Aspekte auch tatsächlich bedacht worden sind. Prinzipiell ist es aber eine Vorgabe der EU, die dann auf nationaler Ebene in nationales Recht umgesetzt werden muss. Und ich habe jetzt mitbekommen von verschiedenen Kollegen im Netzwerk, dass es da auch von Seiten der NGOs darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es da Ausnahmen geben muss für behinderte Personen, die da zum Beispiel Einwegstrohhalme brauchen, weil das den Alltag erleichtert. Jetzt ist mir aufgefallen, in der Richtlinie selber steht, wenn Mitgliedstaaten beschließen, die Verpflichtung durch Marktbeschränkungen, das heißt Verbote, umzusetzen, sollten sie sicherstellen, dass die Beschränkungen verhältnismäßig und diskriminierungsfrei sind. Bei diskriminierungsfrei denke ich immer natürlich an Menschen mit Behinderung. Aber was bedeutet dieses diskriminierungsfrei eigentlich? Ich denke, ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher, wie es die EU jetzt ausgelegt hat, aber ich denke, das wäre genauso ein Fall, dass eben in speziellen Fällen auch auf nationaler Ebene die Gesetze so angepasst werden können, dass niemand dadurch diskriminiert wird. Könnte so eine Ausnahmeregelung für Menschen mit Behinderungen aussehen, die sowohl dem Umweltgedanken Rechnung trägt, als auch der problematischen Situation von vielen Menschen mit Behinderungen? Ich denke, in dem Fall könnte einfach im Gesetz festgelegt werden, dass unter Nachweis der Lebensbedingungen das in gewissen Stellen genauso noch nachgefragt werden kann. Man müsste sich überlegen, ob dann vielleicht eventuell Apotheken in Frage kommen oder in welcher Form das dann weiterhin verkauft werden kann. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht im Lebensmitteleinzelhandel schwieriger ist, wenn dann die Leute an der Kasse das zusätzlich kontrollieren sollten. Aber es wird da sicherlich Möglichkeiten geben. Und ich hoffe auch, dass da in Österreich daran gearbeitet wird. Werden bei der Erarbeitung einer solchen Lösung, wäre es sehr günstig, die Betroffenen mit einzubeziehen, also Menschen mit Behinderungen. Wird das passieren? An der Stelle, ich sage immer, es passiert nichts, wenn man sich nicht einsetzt. Also es ist immer gut, wenn man betroffen ist von etwas oder wenn man in der Politik eine Änderung sehen möchte, dass man einfach auch aufsteht und laut wird und sagt, wir haben da Anliegen und wir möchten, dass das beachtet wird. Das machen wir als Umwelt-NGOs auch tagtäglich. Das ist quasi unsere Aufgabe. Aber eben gewisse Dinge, mir persönlich war das mit dem Plastikstrohhalmverbot ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Und seit es mir bewusst ist, dass das ein Problem für manche Menschen sein kann, setze ich mich auf alle Fälle auch dafür ein. Aber ja, wenn man von einer Regelung betroffen ist und mit der nicht einverstanden ist, dann hilft es auf jeden Fall, wenn man das zu Wort bringt und wenn man das anspricht und sich auf politischer Ebene auch einsetzt. Wir haben von Ausnahmeregelungen gesprochen. Gibt es in Ländern Beispiele dafür, dass es schon Ausnahmeregelungen gibt für Gruppen, die bestimmte Produkte dringend brauchen? Ja, es gibt bereits Ausnahmeregelungen und zwar in England. Dort werden Plastikstrohhalme weiter verkauft werden für Personen, die sie dringend benötigen. Und auch zum Beispiel Greenpeace in den USA hat Artikel darüber geschrieben, dass eben auch Umwelt-NGOs zwar schon sich für die Plastikreduzierung einsetzen, aber eben auch natürlich das menschliche Wohl da im Vordergrund steht. Und wenn gewisse Personengruppen da dringend Plastikprodukte brauchen, dann steht das natürlich in erster Linie im Vordergrund, auf jeden Fall. Dann, Frau Steger, ich danke Ihnen für Ihren Beitrag. Wir werden sehen, wie die Situation weitergeht für uns Betroffenen und auch für die Umwelt. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Insgesamt sind rund 15 Einwegkunststoffprodukte von Marktbeschränkungen, das heißt Verboten, betroffen. Ab dem Juli 2021
sollen in Gesamtösterreich neben anderen Produkten, wie zum Beispiel Wattestäbchen, zukünftig auch keine Plastikstrohhalme mehr verkauft werden. Doch mit dem Verbot des Plastikstrohhalms verlieren viele Menschen mit Behinderungen ein wichtiges Hilfsmittel in ihrem Alltag. Menschen, die ihre Arme nicht bewegen können, Menschen mit Spastiken oder Lähmungen, Menschen, die stark zittern oder Probleme beim Schlucken oder mit der Mundmotorik haben, sind auf einen solchen Strohhalm angewiesen, um selbstständig trinken zu können. Frau Karin Ofenbeck ist Mitarbeiterin der WAG-Assistenzgenossenschaft. Sie benötigt selbst Plastikstrohhalme in ihrem Alltag. Sie erklärt uns, was der Wegfall des Plastikstrohhalms für sie bedeuten würde. Ja, hallo, wir begrüßen heute Frau Karin Ofenbeck zum Thema Plastikstrohhalme. Frau Ofenbeck ist Plastikstrohhalmnutzerin und Rollstuhlfahrerin. Frau Ofenbeck, bitte erzählen Sie uns, warum sind Sie in Ihrem Alltag auf Plastikstrohhalme angewiesen? Aufgrund meiner Krankheit ist es für mich halt schwierig, selbst ein Glas anzuheben. Also ich kann das eigentlich gar nicht. Und auch, weil ich meine Lippen nicht schließen kann, brauche ich Strohhalme. Und natürlich habe ich auch schon allerhand Alternativen ausprobiert zu den herkömmlichen Plastikhalmen. Aber so wirklich fündig geworden bin ich noch nicht. Diese Alternativen, Sie haben sie gerade angesprochen, es gibt ja welche aus Metall, Bambus, Silikon, Glas, Acryl und so weiter. Wieso sind die nicht so gut wie Plastikstrohhalme? Zum Beispiel diese Glasstrohhalme oder Edelstahlstrohhalme, es sind halt nicht sehr flexibel und sehr hart. Können natürlich zur Gefahrenquelle auch werden, Knast zum Beispiel, wenn man vielleicht seine Bewegungen nicht so kontrollieren kann, dass man die dann vielleicht auch zerbeißt. Wenn man stolpert mit dem Getränk, dass man, und da gab es ja auch schon Unfälle, dass man den Edelstahl Strohhalm irgendwie sich mit dem verletzt. Auch wenn man zum Beispiel im Bett liegt, ist das halt einfach mit dem Plastikhalm, weil man den biegen kann und dann nicht extra aufstehen muss oder sich aufrichten muss. Ja, Papierstrohhalme gibt es ja mittlerweile schon in vielen Restaurants oder Bars. Die haben vielleicht den Nachteil, dass sie sich bei Heißgetränken manchmal quasi auflösen oder sehr matschig werden und dann nicht mehr ihren Zweck erfüllen. Was würde es für Sie jetzt bedeuten, wenn die Plastikstrohhalme im Zuge dieser Richtlinie verboten werden würden? Ich würde mir wahrscheinlich jetzt einen Vorrat ankaufen, damit ich lange Zeit vielleicht noch Plastikstrohhalme verwenden kann. Ein Versuch. Aber es wäre für mich einfach schwierig, weil ich mich bei diesen anderen Alternativen häufiger verschluck, was wiederum so Infektionen oder irgendwie dann kommt Wasser in die Lunge oder so, also es wäre einfach schlecht. Ja, einfach Selbstständigkeit würde ich irgendwie auch verlieren und weniger trinken vielleicht. Kennen Sie viele andere Behinderte, die Plastikstrohhalme nutzen? Was würde es für die bedeuten? Was würde es allgemein bedeuten? Ja, ich habe natürlich Kontakt mit vielen anderen Menschen mit Behinderung und sehr viele davon verwenden Plastikstrohhalme. Und ich glaube schon, dass der Großteil eigentlich dafür wäre, dass man weiterhin Plastikstrohhalme verwenden kann. Es ist mir und auch den meisten meiner Bekannten klar, dass es gut wäre, eine Alternative zu finden, weil natürlich das Plastik
für die Umwelt nicht gut ist. Aber solange es keine richtige Alternative gibt, ist das halt schwierig. Stichwort Alternative. Was müsste diese Alternative genau können, um mit dem Plastikstrohhalm mithalten zu können? Ja, also ich glaube, dass es vielleicht besser formbar ist, dass man sich nicht, also das Material, dass vielleicht das Silikon noch eher gegeben ist oder bei Papier teilweise, dann halt, dass es halt oben biegsam ist, damit man eben auch im Wiegen, was gerade für Leute, die vielleicht in dem Bett liegen müssen oder eben in der Nacht auch trinken wollen, ohne aufstehen zu müssen oder auch Assistenz brauchen, um in der Nacht aufzustehen. Also das wäre notwendig. Auch, dass sie sich halt bei heiß- und Kaltgetränken verwenden lassen. Das ist auch nicht bei allen Alternativen möglich. Dass man sich auch nicht zerbeißt. Ja. Was halten Sie generell davon, dass Einwegplastik reduziert wird? Generell finde ich es natürlich sehr gut, weil ich es definitiv auch als großes Problem erachte. Sei es die Coffee-to-go-Becher aus Plastik oder Plastikbesteck, Plastikteller, Wattestäbchen etc. Und auch Strohhalme Plastikhalme können sicher auch reduziert werden. Aber wie gesagt, manche Menschen sind einfach darauf angewiesen. Und da muss es einfach eine Alternative geben, eine wahre Alternative. Und solange die nicht gegeben ist, ist es schwierig, jetzt wirklich vom Markt zu verbannen. Was hätte bei der Ausarbeitung dieser Richtlinie berücksichtigt werden müssen? Ja, wie es leider so oft passiert, dass wahrscheinlich Menschen mit Behinderung hier nicht eingebunden waren in der Ausarbeitung der Richtlinie, was ja leider Gottes noch immer bei vielen Gesetzen und Richtlinien passiert. Dann wäre es vermutlich nicht zu diesem Fehler unter Anführungszeichen gekommen. Man hat ja über Kompromisslösungen diskutiert, nenne ich es mal unter Anführungszeichen. Es gab da mal den Ansatz, dass man gesagt hat, naja, Plastikstrohhalme sind in Apotheken erhältlich. Was halten Sie davon? Ja, es wäre halt schön, eine Alternative zu finden, die für alle Menschen verwendbar ist, damit man eben nicht wieder eine Sonderstellung erhält als Mensch mit Behinderung, wieder extra etwas anfragen muss, wieder so ein Bittsteller zu werden. Und das wäre dann halt wieder gegeben. Weil natürlich, es hat ja auch Diskussionen gegeben, dass man Restaurants nur für Menschen mit Behinderung Plastikstrohhalme zur Verfügung stellen, aber das wäre auch wieder das Gleiche, dass man halt wieder extra fragen muss. Und die Situation hat man allzu oft. Und ist nicht sehr angenehm. Also das wären für Sie keine gangbaren Lösungen? Nicht unbedingt, nein. Was wäre aus Ihrer Sicht eine gute Lösung für das Problem? Bei Plastikstrohhalmen hier irgendwie den Zeitpunkt ein bisschen weiter zurück zu verlegen und halt wirklich eine Alternative zu finden, daran zu forschen, ein Material zu finden, das all diese Eigenschaften erfüllt, die notwendig sind, damit auch Menschen mit Behinderung einen Ersatz für den Plastikstrohhalm finden, der auch umweltfreundlich ist. Dann bedanke ich mich für Ihre Teilnahme und Ihren interessanten und wichtigen Input zu unserer Radiosendung. Danke auch.
Umweltschutz ist ein wichtiges Thema. Vielleicht in dieser Zeit mehr denn je. Die Reduzierung von Plastikmüll ist eine wichtige Maßnahme, auch aus der Sicht von Menschen mit Behinderungen. Aber umso wichtig Umweltschutz auch ist, er muss immer im Einklang mit dem Menschen sein. Der Plastikstrom ist ein Produkt, das für viele Menschen mit Behinderungen lebensnotwendig ist, um ihre Selbstständigkeit und ihre Sicherheit beim Trinken zu erhalten. Es ist daher unbedingt notwendig, eine Lösung zu finden, die gut für Umwelt und Mensch ist. Das war unser barrierefrei aufgerollt Beitrag zum Thema Plastikstrohhalme. Wir danken unseren Gästen für die Teilnahme an unserer Sendung. Alle Informationen zu dieser Sendung sowie weiterführende Links finden Sie auf der Webseite www.barrierefrei-aufgerollt.at. Es verabschiedet sich Ihr Redaktionsteam Katharina Mühlebner, Markus Ladstätter und Martin Ladstätter. Barrierefrei aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich.